So, wir waren schon ein paar Jahre nicht mehr beim McDonald's. Aber ich wollte mal mit dem Defender durch den Drive-Thru fahren. Kannst du das mal gescheit sagen? Drive-Thru. Durch den Drive-Thru fahren. Und ja, das werden wir noch machen jetzt, bevor wir auf die Fähre fahren. Und dann hoffen, dass es nicht allzu schlecht wird. Hallo. Τι χαρά είναι αυτή. Ένα μακτσικίν να γκρικ μακ, τα νάγκες. Μακτσικίν, τσικίν νάγκες, τα νάγκες. Soll ich die Geräusche machen? Normalen Autos, aber trotzdem ganz oben. Viel zu früh, aber es sind halt noch 2 Stunden am Schiff, bevor es wegfährt. Das hier schaut jetzt schon aus wie der ideale Platz für uns, weil man kann liegen und es ist nicht allzu laut, keine störenden Fernseher. Das sind wirklich wenig Leute am Schiff noch. Die Karin fährt gerade wegen einer Kabine. Vielleicht ist sie günstig genug, dass wir dann uns vielleicht sogar eine Kabine gönnen. So, Kabinen werden erst nach der Abfahrt um 9 Uhr vergeben. Und sie wissen jetzt auch noch nicht, wie viel es kostet. Also keine Ahnung. Der Herr wollte gerade das Fernsehprogramm umstellen, was so okay ist. Aber jetzt findet er keinen Sender mehr. So, wir haben mittlerweile unseren Platz ein bisschen in die Ecke gewechselt, weil dort gibt es eine Steckdose. Und wir haben so eine Eckbank für uns. Und wir wurden schon vom Kellner gebeten, dass wir unseren Rucksack bitte von der Bank stellen. Weil an einem November, Freitagabend, dann fährt nämlich halb Kreta von Kreta nach Athen. Natürlich nicht, das Schiff ist halb leer. Und wir wurden gebeten, bitte nicht unsere Chicken Nuggets, die wir gekauft haben, zu essen. Und keine mitgebrachten Getränke zu trinken. Generell bin ich persönlich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit griechischem Personal. Weil sie das so überdrüber ernst nehmen und halt so richtig unflexibel sind. Wenn zum Beispiel in Deutschland gibt es auch Regeln und die muss man halt einhalten. Und dafür ist halt alles geordnet. Genau. Hier ist alles chaotisch und es gibt trotzdem Regeln und niemand bringt sie was. Und naja. Jetzt essen wir übrigens heimlich, wie in der Schule früher, unsere Chicken Nuggets, dass es niemand sieht. So, wir fahren jetzt schon weg aus dem Hafen. Und es ist jetzt 21 Uhr und um 6 Uhr in der Früh kommen wir in Athen an. Wir haben uns jetzt tatsächlich eine Kabine gegönnt. Und es ist so schön, also richtige Betten. Und wir haben ein eigenes WC. Und es ist ganz wundervoll und ich schlafe schon fast ein. Wir haben uns den Platz unter dem Fernseher ausgesucht. Und den Fernseher konnte man manuell leise machen. Wir haben ihn halt leise gemacht, schon ganz am Anfang, wir waren schon länger dort. Irgendwann mal kam der Kellner und hat ihn mit der Fernbedienung wieder lauter gemacht. Und es hat sich halt schon herauskristallisiert, dass das wieder so ein mühsames Zusammenleben wird, wo man sagt halt so, sie dürfen hier nicht schlafen. Und so, ja, Entschuldigung, es ist hier aber niemand anderer. So. Und wir zahlen jetzt zu zweit für den Raum 75 Euro. Und ich finde, das ist mehr als genug. Ja. Ja. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. So, guten Morgen. Gestern Abend war unser Kameraakku aus. Und ja, es ist jetzt 10 vor 6. Wir sehen schon die Lichter von Athen und werden gleich anlegen. Guten Morgen. Jetzt wird schon langsam ausgeladen und wir gehen zum Auto.
was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, nachdem der Diesel auf Kreta richtig teuer war, war der Plan wieder, dass wir genau mit dem letzten Tropfen nicht nur nach Estland, sondern auch wieder aufs Festland kommen. Und ja, das ist uns recht gut gelungen. Wir sind nicht so leer wie von Helsinki nach Tallinn, aber... Erstmal Tankstelle. Auch vom Tanken jetzt wieder in Griechenland gelernt. Und zwar gibt es die normale Zapfsäule und dann gibt es die separate Säule mit dem günstigen Diesel. Und alles an der normalen Zapfsäule ist entweder Benzin oder der teurere. Und natürlich weist uns der Mitarbeiter auch nicht darauf hin, dass das hier der teure ist. Wir waren jetzt tanken und sind jetzt am Weg zur Akropolis, in die Stadt Athen hinein also. Und man kennt solche großen, breiten, vierspurigen Straßen ja normalerweise, die innerstädtisch aber halt 50 oder höchstens 70 sind. Und hier sind es einfach ganz faire 90 km/h. Ich meine, es ist nicht so fair für die Leute, die da links und rechts wohnen. So, wir haben die Akropolis erreicht und es ist mittlerweile 7:45 und es ist, also wir sind ja jetzt, auf der Fähre waren wir nicht draußen und wir sind ja quasi in Kreta eingestiegen und seit Kreta nicht mehr ausgestiegen und quasi jetzt dann aus dem Auto das erste Mal bei der Tankstelle rausgegangen und es ist doch deutlich frischer. Man kann schon seinen eigenen Atem sehen, wenn man spricht und wenn man haucht, aber es schaut schon echt beeindruckend aus. So, die Tickets haben Ticket Officer noch zu. Dani ist gerade runtergegangen zum Auto und hat die Drohne geholt. Vielleicht können wir hier ein bisschen fliegen. Mal schauen. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, babe, never do somehow. When a rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm traveling now. But don't think twice, it's alright. Ganz frische Baguettes werden mit dem schnellsten Motorrad ausgeliefert. Ja, jetzt weiß er halt auch nicht, dass er rot wird. Warum stehen hier zwei Kaffee? Die Karin war vorher drinnen und hat einen Kaffee bestellt, ohne Zucker. Und dann ist sie mit dem Kaffee rausgekommen, haben ihn reingestellt und dann haben wir unsere weitere Route angeschaut, was wir noch machen werden bis um 9. Dann kommt sie auf einmal zu uns gelaufen und wir dachten so, ja, die möchten jetzt sagen, dass wir dort nicht stehen dürfen. Und dann hat sie gemeint, ja, es tut mir leid, ich habe den Kaffee jetzt mit Zucker gemacht, wollte noch einen ohne Zucker. Und wir so, ja. Und dann, jetzt haben wir halt noch einen ohne Zucker bekommen, dass sie das halt machen, dass sie das halt quasi extra anbieten, weil ich meine, wir waren ja schon aus dem Geschäft draußen, wir hätten sie ja nie beschwert. Das ist einfach so cool, also Coffee Islands. Und das ist Beste. Nicht gesponsert. Das ist so gescheit gegen Einkaufswagerl-Diebstahl und zwar ist der Eingangsbereich 2 Treppen höher und da vorne bei den Treppen gibt es so Pfosten, wo man mit dem Einkaufswagerl nicht durchkommt und das heißt, man kann es quasi nur bis dorthin halt, führen und dann muss man es tragen. Passt. Wir nähern uns unserem Ziel. Imitos? So, wir sind jetzt an der richtigen Adresse. Wir haben vorher noch Einheimische gefragt, weil hier gibt es, ich glaube, 3 Straßen oder sowas, die gleich heißen, aber in komplett anderen Stadtteilen sind. Es ist wunderschön hier. Am liebsten würden wir noch länger bleiben, aber wir haben schon einen Plan. Wir haben Bettwäsche. Ja, wir haben Handtücher. Ein Badezimmer. Und ja, heute werden wir. Ja, Küche auch. Mit schon Frühstück vorbereitet. Ja, das ist extrem lieb. Ein voller Kühlschrank mit Milch. Kühlschrank, und so. Ja. Dankeschön. Es ist immer aufregend, in einer fremden Stadt
mit den Öffis zu fahren. Das mache ich ganz gerne. Und ja, ich habe nachgeschaut, wann der Bus geht. Der geht nicht allzu oft. Wir haben jetzt den 25. November und man kann es jetzt wirklich nicht mehr abstreiten, dass auch hier der Herbst angekommen ist. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr, weil als wir aus Finnland losgefahren sind, also oben hat ja schon der Herbst begonnen und im Süden war dann noch gar nichts vom Herbst zu spüren. Und jetzt ist der Herbst halt hier auch schon richtig, richtig angekommen. Und ja, südlicher geht es nicht für uns. Das ist alles Pasta, alles. Wie kann man so viel haben? Es scheint ausreichend typisch zu sein für Griechenland, das ist über der Gemüse abteilen. Es gibt immer Personal, das in die Kasse drückt und das Gemüse zackt. Das darf man nicht selbst machen. Gemüse, das hier wächst, ist so günstig. Also zum Beispiel jetzt 2 Zwiebeln, 11 Cent. Wir sind wieder zu Hause und wir haben sogar ein Mittagessen bekommen. Oh. Boah, wir sind wirklich glücklich hier zu sein und haben schon Wäsche gewaschen und gute Nacht. Guten Morgen. Daniel ist schon dabei, die Soße für die Lasagne vorzubereiten, die er heute machen möchte. Die kocht in aller Früh. Wir haben das Dachzelt jetzt nochmal trocknen lassen, damit es dann sicher ganz, ganz trocken ist. Und der Daniel zerlegt das jetzt gerade ein bisschen. Der Daniel hat gerade noch viel Zeit am Autodach verbracht. Und ich habe dabei geplant, wie wir das nächste fahren werden. Und da werden wir einmal in Skopje übernachten. Da habe ich schon wegen Unterkünften geschaut. Weil wir ja, das Dachzelt jetzt nicht mehr aufmachen wollen, nur für eine Nacht. Und vor allem, wenn das Wetter dann nicht so gut ist, dann brauchen wir wieder 2 Tage, um es zu trocknen. Und die Zeit haben wir einfach nicht. Ja, wir haben heute eigentlich nur geplant, viel, viel überlegt. Und schon überlegt, was wir nach Wien mitnehmen wollen, was wir nicht mehr hier brauchen. Genau, es ist ein bisschen wie ein Mini-Umzug. Ja, wird schön werden.